Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Kalte Luft ist ja am Wochenende bei uns eingeströmt. Viele werden es gemerkt haben mit dem eisigen Ostwind. Und in der kommenden Woche, da wird es zwar langsam etwas milder werden, aber trotz Frühlingsanfang wird der richtig große Frühlingsdurchbruch noch nicht in Sicht sein. Das ist eben so. Meistens hält sich das Wetter nicht unbedingt immer direkt an den Kalender. Also wir müssen uns noch etwas gedulden, bis es dann nochmal richtig milder wird. Also bis der ganz große Frühlingsdurchbruch dann auch kommen wird. Wir schauen zunächst mal auf zwei Temperaturtrends. Das wird ja wohl die meisten interessieren, wie es weitergeht. Es wird natürlich etwas milder werden. Kälter kann es ja gar nicht werden. Und das sehen wir auch am Trend für Hamburg, dass die Temperaturen dann sich tagsüber meistens so um die 5 Grad etwas darüber auch einpendeln werden und so die 10 Grad Marke möglicherweise Richtung Wochenende dann langsam in den Blick rückt. Auch für den Südwesten stellvertretend hier mal der Trend für Mannheim. Auch dort sehen wir so um die 5 bis 8 Grad. Dann tagsüber pendelt sich das Ganze ein. Nach der Nachtfrost, die Nachtfrostgefahr wird langsam zurückgehen. Das heißt, auch die Nächte bleiben dann mal frostfrei. Und dann auch so Richtung kommendes Wochenende. Erst dann wird wahrscheinlich auch in Mannheim dann mal die 10-Grad-Marke vielleicht geknackt werden. Wie stellt sich das mit dem Wetter dar? Wir schauen hier jetzt erstmal auf Dienstag früh. Da wird ein erster Ausläufer von der Nordsee reinkommen und bringt dann hier auch teilweise mal Schneeregen und Schnee. Also es kann dann im Berufsverkehr dann vor allem nochmal so von etwa Nordrhein-Westfalen rüber bis in den Nordosten dann auch nochmal glatt werden. Und dann sehen wir hier auch, weiter geht das dann. Also das zieht erstmal dann natürlich in den Süden auch noch rein. Hier kann es dann in der Nacht zum Mittwoch noch schneien. Und dann blicken wir weiter auf den Mittwoch. Da kann es dann eben nochmal mit einem Ausläufer im Norden unbeständig werden, mit etwas Regen. Und auch dann im Süden und in der Mitte, da stellt sich recht ruhiges Wetter ein, immer mal wieder Sonnenschein. Hier bleibt es dann auch trocken. Donnerstag wird es dann nochmal spannend werden, denn am Donnerstag, da kommt ein Ausläufer vom Timing her recht günstig nochmal in den Norden rein. Wir sehen die Signale in der Karte häufig blau oder orange für Schneeregen und Schnee. Also auch hier kann es dann am Donnerstagmorgen nochmal glatt werden, während eben dieser Ausläufer dann im Tagesverlauf weiter nach Süden vorankommt. Dabei wird sich dann am Freitag insgesamt sehr wechselhaftes Wetter einstellen. Es wird viele Wolken geben und dann Richtung kommendes Wochenende, da wollen wir mal auf eine Karte blicken, wie sich da die Wetterlage darstellt. Und das ist recht interessant, denn diese nordeuropäische Tiefdruckzone, die reicht mit ihren Ausläufern ziemlich weit nach Süden in Gesamteuropa. Wir sehen ja auch noch ein kräftiges Tief im Mittelmeerraum. Also auch hier ist es eher unbeständig und eher kühl für die Jahreszeit. Und nämlich diese richtig frühlingshafte Luft mit 15, 20 Grad, die liegt selbst über Südeuropa nicht, ist hier nicht zu finden. Das heißt, es bleibt eben auch erstmal bei uns nicht richtig. Der Frühlingsdurchbruch bleibt erstmal nicht in Sicht. Der muss noch etwas warten, weil eben auch südlich von uns nicht die richtige Frühlingsluft erstmal vorhanden ist. Es wird sich dann insgesamt am Wochenende wahrscheinlich doch vielerorts recht trockenes Wetter einstellen und wie wir im Trend gesehen haben, die 10-Grad-Marke dann durchaus mal in Sicht, dass wir diese auch mal knacken und darüber kommen. Das war es erstmal für den Wochenausblick. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis dann und ciao.